Es ist nichts zu sehen, aber dennoch hat die marode Brücke über den Inselsee nach Schöninsel die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen beschäftigt. Denn im Rathaus der Barlachstadt wurde eine europaweite Ausschreibung für den Bau einer neuen Querung gestartet. 2020/21 soll eine Stahlbetonbrücke errichtet werden. Damit sind die kostengünstigsten Varianten wie Pontons, Fähre oder auch Holzbrücke vom Tisch. Die künftige Brücke soll 194 Meter lang und 3,50 Meter breit sein. Sie soll für eine Tragfähigkeit von 3,5 Tonnen ausgelegt werden und an ihrer Unterkante mindestens 1,55 Meter über der Wasserlinie liegen. Damit soll eine Durchfahrt des für touristische Zwecke eingesetzten Kutters mit umgelegtem Mast ermöglicht werden. Die neu errichtete Slipanlage neben der Brücke wird bereits von den Kuttern angelaufen. Als Haltbarkeit für das neue Bauwerk aus Stahlbeton werden 65 Jahre veranschlagt. Im Vergleich dazu, einer Holzbrücke wird lediglich eine Lebensdauer von 20 Jahren zugeschrieben. Vor diesem Hintergrund ist die bereits vor über 50 Jahren errichtete und lediglich in den 1990er Jahren im Oberbau sanierte jetzige Brücke ein Phänomen. Bei den Kosten für den Neubau geht die Stadtverwaltung von 2,5 bis 3,5 Millionen Euro aus. Differenzen bestehen derzeit noch in der Frage der Abrisskosten für die jetzige Brücke. Während ein Ingenieurbüro dafür knapp 900.000 Euro veranschlagte, geht die Stadtverwaltung von lediglich 250.000 Euro aus.